durch den Abend führen darf. Unser erster Redner ist Alexander Sander, für EU Public Policy zuständig bei der Free Software Foundation in Europe. Und er wird heute sprechen über Public Money, Public Code und wie die öffentliche Infrastruktur modernisiert werden kann durch Free Software. Herzlich willkommen. Du musst es einschalten auch. Es hat einen roten Knopf auf einer Seite, den musst du drücken. Okay, dann war das das Problem. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wie schon gesagt, das Thema heute ist Public Money, Public Code, wie wir öffentliche Infrastrukturen, also von Regierungen, von Städten, Gemeinden und so weiter, durch freie Software modernisieren können. Vielleicht kurz ein Satz noch zur Free Software Foundation Europe. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der seinen Sitz in Berlin hat, und wir setzen uns dafür ein, dass Menschen einen selbstbestimmten Umgang mit Technik führen können, und das glauben wir eben durch den Einsatz von freier Software realisieren zu können. Warum das so ist, vielleicht mal hier ein kleines, ein witziges Bildchen dazu. Und zwar ist uns, glaube ich, allen bekannt oder vielen von uns bekannt, wie halt eben die niedergeschriebene Kette davon ist, wie so eine Nuklearbombe in den USA abgefeuert wird. Die Frage ist natürlich, wie dann dieser rote Knopf dann programmiert ist. Also was passiert denn tatsächlich technisch dann? Also zwar gibt es eben niedergeschriebene Vorgaben, wie sowas passiert. Das Ganze muss dann aber eben auch noch in Software gekippt werden, und damit das dann auch alles so ausgelöst wird, braucht es eben einen Programmierer, der den Red Button in irgendeiner Art und Weise mit Code hinterlegt. Und dafür ist es halt eben ganz nützlich, wenn man weiß, was da drin steht und ob das dann genauso vorgesehen ist, wie das dann eben gesetzlich vorgeschrieben ist. Und dafür ist es eben ganz sinnvoll, wenn man eben in den Code hineinschauen kann, um dann eben tatsächlich auch überprüfen zu können, ob alles so in der vorgegebenen Reihenfolge passiert. Das heißt also, freie Software garantiert eben eine gewisse Transparenz und eben Nachvollziehbarkeit für Außenstehende, um zu schauen, ob eben eine gewisse Software das macht, was sie eben machen soll. Vielleicht nochmal kurz zur Definition. Freie Software wird auch gern mit dem Marketingbegriff Open Source umschrieben. Egal welchen Begriff man jetzt gerne verwenden will, freie Software, Open Source Software, Free and Open Source Software oder was auch immer. Wichtig ist, dass vier Grundfreiheiten garantiert sind, nämlich dass man die Software verwenden, verbreiten, verstehen und verbessern kann. Wenn diese vier Grundfreiheiten garantiert sind, dann sprechen wir eben von freier Software, Open Source, Free and Open Software oder was auch immer. Das bedeutet, verwenden ist, glaube ich, relativ eindeutig. Also jeder kann diese Software dann für den Zweck verwenden, für den er Spaß hat, und das Ganze auch eben ohne irgendwelche Einschränkungen. Also jeder kann damit machen, was er lustig ist. Das Gleiche betrifft das Verbreiten. Also man kann diese Software so verbreiten, kopieren, weitergeben, wie man möchte. Das bedeutet, man kann das auch eben kommerziell tun. Also man kann freie Software auch verkaufen. Das ist überhaupt kein Problem. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es mitgekriegt hat, Red Hat wurde letztens an IBM gekauft, verkauft für mehrere Milliarden Dollar. Der größte Software-Deal in der Geschichte, den wir bisher hatten. Also daran kann man auch ganz gut sehen, wie viel Geld, wie viel Milliarden mittlerweile eben mit freier Software verdient wird. Und dass es hier sich eben nicht um irgendwie ein reines Community-Projekt handelt und alles irgendwie kostenlos gemacht wird, sondern man kann tatsächlich eben mit freier Software auch Geld verdienen. Der Vorteil ist, wenn man eben in den Code hineinschauen kann, dass man diesen dann auch entsprechend uneingeschränkt untersuchen kann. Man kann eben verstehen, was dieser Code dann tatsächlich macht, und man kann ihn dann entsprechend auch verbessern, wenn man irgendwelche Fehler gefunden hat. Das bedeutet eben, dass man hier eben auch immer wieder weiterschreiben kann, weiterentwickeln kann und eben die Software verbessern. Man darf sie auch verschlechtern, gibt es auch immer wieder. Aber grundsätzlich hoffen wir natürlich, dass, wenn sowas gemacht wird, dann die Software auch entsprechend verbessert wird. Also man kann vielleicht auch von Modifizieren reden. Wir hoffen natürlich aber immer, dass es sich um eine tatsächliche Verbesserung handelt. Also wenn diese vier Grundfreiheiten gegeben sind, dann kann man von freier Open Source, Free and Open Software sprechen, was auch immer, und egal welche Lizenz dann da im Großen und Ganzen dahinter steht. Diese vier Grundfreiheiten müssen garantiert sein. Warum das jetzt für insbesondere Administrationen, also staatliche Behörden oder Ähnliches, von großem Vorteil ist, eben freie Software zu nutzen, wollen wir uns jetzt im Folgenden anschauen.
Und zwar gibt es da eben erstmal den großen Vorteil der Regionalität, also dass eben vor allen Dingen viele kleine, also SMEs, kleinere, mittlere Unternehmen zum Beispiel in der Region haben, Chancen zu haben, bei Ausschreibungen zum Beispiel mitzuwirken. Also man muss dann halt nicht immer, weiß ich nicht, Lizenzgebühren an Microsoft abdrücken, sondern kann das Geld eben in die Entwicklung stecken und kann hier eben vor allen Dingen die Region unterstützen. Man sieht das ganz gut. Barcelona zum Beispiel ist sehr aktiv im Bereich freier Software für die Administration und weit mehr als die Hälfte des Code, der dort eben für die Stadt produziert wird, kommt auch aus der eigenen Region. Also man unterstützt damit eben regionale, kleinere und mittlere Unternehmen. Des Weiteren hat man eine gewisse Unabhängigkeit. Also wir sprechen davon Vendor-Logins. Also das bedeutet, wenn man proprietäre Software benutzt, ist es eben oft der Fall, dass künstliche Abhängigkeiten geschaffen werden. Das bedeutet eben so, also diese ganze Office-Welt von Microsoft zum Beispiel ist halt so ein schönes Beispiel für solche Vendor-Logins, dass dann eben durch Lizenzen oder eben auch bestimmte Formate solche Abhängigkeiten geschafft werden, dass wenn man Produkt 1 kauft, man auch unweigerlich Produkt 2 kaufen muss vom selben Anbieter, um dann halt eben hier gemeinsam zusammenarbeiten zu können. Das alles gibt es bei freier Software nicht. Eben durch offene Formate und offene Lizenzen ist es möglich, diese künstlichen Abhängigkeiten von einem Anbieter loszulösen, weil eben auch der Code, wie wir vorhin gesehen haben, auch immer wieder weiter verbessert werden kann. Ist es auch so, dass wenn man einmal ein Softwareprodukt kauft und das dann zu einem späteren Zeitpunkt weiterentwickeln möchte, man eben nicht auf den Anbieter angewiesen ist, der das vor 10 Jahren programmiert hat, sondern dass man sich immer wieder einen neuen suchen kann und hier eben entsprechend weiterentwickeln kann. Es gibt da auch immer wieder Fälle, zum Beispiel in Island gab es mal irgendwie eine Software, die dann zum Beispiel übersetzt werden sollte, weil jetzt der Markt dann da nicht so groß ist. Hat dann eben der damalige Anbieter gesagt, ja, nee, das ist für uns halt einfach, das rechnet sich nicht, dann diesen Auftrag anzunehmen, deswegen gibt es dann einfach keine Übersetzung für diese Software. Solche Sachen könnte man halt eben durch freie Software ganz gut lösen, weil dann halt eben andere Anbieter diese Aufträge übernehmen können, zum Beispiel dann eben kleinere Unternehmen, die für die so ein Auftrag dann halt durchaus interessant sein kann. Und das dritte Argument ist natürlich, dass es hochgradig effizient ist. Das Rad muss nicht immer wieder neu erfunden werden. Viele Anwendungen, die Städte verwenden zum Beispiel oder Administrationen, sind relativ ähnlich. Und deswegen kann man hier dann eben kleine Modifizierungen vornehmen und so könnte dann halt eben eine Software von der Stadt Wien und auch von der Stadt Linz gleichzeitig genutzt werden. Hier muss dann eben nur ein bisschen was geändert werden. Man kann kollaborativ daran zusammenarbeiten, man kann gemeinsam eben Verbesserungen und Veränderungen an der Software vornehmen. Und wie gesagt, ist halt auch nicht abhängig von irgendeinem Anbieter, der dann halt zweimal dieselbe Software leicht modifiziert, im Grunde für denselben Preis verkauft. Also von daher hochgradig effizient eben auch der Einsatz von freier Software. Und deswegen haben wir dann halt vor gut 1,5 Jahren eine Kampagne gestartet, Public Money, Public Code heißt die. Und hier setzen wir uns dafür eben ein, dass immer dann, wenn öffentliche Gelder im Spiel sind, freie und Open Source Software hinten rausfallen soll. Also wenn öffentliche Gelder bezahlt werden, sollte auch der Code öffentlich sein. Diese Kampagne ist mittlerweile relativ erfolgreich, wird unter anderem eben auch von dieser Stadt Barcelona unterstützt, von vielen anderen, dazu kommen wir später auch noch. Was wir gemacht haben, ist halt eben relativ einfach, also die Forderung eben aufzustellen, zu sagen, Public Money, Public Code. Und versuchen jetzt eben an Administrationen heranzutreten und die davon zu überzeugen, eben auch freie Softwarelösungen Schritt für Schritt umzustellen. Dabei geht es uns nicht darum, dass jetzt Städte von einem Tag auf den anderen oder Regierung oder wer auch immer von einem Tag auf den anderen komplett ihr ganzes Betriebssystem umstellen, ihre ganze Infrastruktur umstellen, sondern wir sagen, immer wenn etwas neu entwickelt werden soll, dann soll es sich eben um ein freies Softwareprodukt am Ende handeln. Also, dass man schrittweisen Umstieg eben schafft und hier eben dann auch nicht Verwaltungen vor das Problem stellt, dass man dann halt zum Beispiel Unmengen von Schulungen durchführen muss, um eben die Leute an die neue Software heranzuführen. Das Ding ist, wenn man jedes Mal, dann wenn man eben eine neue Software entwickelt, muss man Schulungen machen. Von daher kann man das dann eben auch mit einplanen und deswegen sagen wir halt immer dann, wenn was Neues entwickelt wird, dann soll eben Open Source bei rausfallen, freie Software bei rausfallen und so wird das dann halt über ja, eine gewisse Zeit dann dazu führen, dass wir schrittweise dann eben tatsächlich ganze Administrationen auch umstellen können. Wo kann jetzt öffentlicher Code oder freie Software helfen?
schauen wir uns vielleicht erstmal die Probleme von proprietärer Software an. Das schon angesprochen, es gibt eben kaum Interoperabilität, also das bedeutet, dass eben bestimmte Programme kaum miteinander zusammenarbeiten können. Das ist insbesondere auch dann sehr unangenehm, wenn man als Bürgerin oder Bürger mit einer Administration Kontakt aufnehmen möchte, die dann halt eben ausschließlich proprietäre Software benutzt und man die sich dann irgendwie selber organisieren muss, um dann zum Beispiel irgendein Formular auszufüllen, aber eben auch, um innerhalb einer Administration miteinander zu kommunizieren, ist es eben ganz sinnvoll, wenn hier eben auf offene und interoperable Formate gesetzt wird. Dazu kommt eben diese Herstellerabhängigkeit, das bedeutet, wenn man eben hier einmal ein Produkt von einem proprietären Anbieter gekauft hat, dann ist man mehr oder weniger gezwungen, auch immer wieder mit dem zusammenzuarbeiten. Wenn es irgendwelche Updates gibt, muss man zu dem gehen. Wenn man kleinste Veränderungen haben möchte, muss man immer wieder zu diesem Hersteller gehen. Und um diese Abhängigkeiten zu lösen, könnte man dann eben freie Software nutzen. Das Gleiche betrifft eben, dass es halt unkalkulierbare Kosten sind für die Wartung und natürlich auch eben für irgendwelche Updates, weil dadurch, dass man ja diese Abhängigkeit von dem Hersteller hat, kann er ein Stück weit auch die Preise einfach diktieren und es lässt sich halt eben ganz schwer vorhersagen, welche Bedürfnisse eine Stadt zum Beispiel in 10 Jahren haben wird und welche Kosten dann auf einen zukommen, wenn man denn hier irgendwelche Wartungen vornehmen möchte. Besonders kompliziert wird es natürlich, wenn halt irgendein Anbieter auch vom Markt dann einfach verschwindet, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht weil er insolvent gegangen ist oder irgendwas anderes, dann wird es halt noch viel schwerer, dann sozusagen hier eben diese Herstellerabhängigkeiten abzulösen. Dann eben diese niedrige Akzeptanz bei den Bürgerinnen und Bürgern, das ist schon angesprochen, also wenn man sich dann irgendwelche merkwürdige Software runterladen muss, nur um dann halt zum Beispiel mit seiner Administration in Kontakt zu treten und natürlich die komplett fehlende Transparenz stößt selten auf Begeisterung. Investitionen gehen verloren, also alles das, was man für Lizenzgebühren ausgibt, ist ja eigentlich sozusagen direkt verschwunden. Also viel Geld landet einfach in Irland bei irgendwelchen lustigen Lizenzbuden. Das kann man natürlich auch viel sinnvoller investieren, das Geld eben zum Beispiel in die Entwicklung von Code. Und natürlich gibt es auch gewisse Sicherheitsprobleme, die halt eben bei solchen Closed-Source-Lösungen einhergehen. Also man kann halt relativ schwer Backdoors entdecken und das macht das Ganze natürlich ein bisschen schwieriger, auch eben für Bürgerinnen und Bürger hier eben herauszufinden, was denn jetzt eigentlich genau dann am Ende mit den Daten passiert oder eben mit der Software. Die Lösung ist natürlich dann aus unserer Sicht der öffentliche Code und hier eben im Grunde das komplette Gegenteil. Also wir haben dann eben offene Standards, wir können miteinander über die Hersteller hinweg miteinander kommunizieren. Wir haben die Unabhängigkeit durch freie Lizenzen. Wir können eben diese 4 Freiheiten in diesem Bereich dann hier auch einfach wahrnehmen und Software weiterentwickeln. Wir können zusammenarbeiten, können uns Kosten und Risiken teilen. Also das ist natürlich auch sehr schön, wenn man bestimmte Software, wie eben gesagt schon, viele Städte haben einfach bestimmte Anwendungen, die immer wieder ungefähr das Gleiche machen. Und hier, wenn dann Städte einfach zusammenarbeiten zum Beispiel, kann man wahnsinnig viel Kosten einsparen. Das Ganze ist halt unfassbar transparent. Jeder kann reingucken, jeder kann schauen, was die Software macht. Das ist natürlich auch immer ganz schön. Und dann eben diese Einbeziehung lokaler Anbieter, was ich eben auch schon erwähnt hatte, dass wir eben überall dort, wo eben Administration auf Free-Software-Lösungen umstellen, durchaus sehen können, dass dann eben in der Region viele neue Anbieter auf den Markt kommen und dann eben auch dort die entsprechenden Aufträge bekommen und das Geld eben dadurch in der Region bleibt und sich dadurch natürlich auch wieder ein neuer Wirtschaftszweig, eine neue Community bildet, die sich dann auch entsprechend weiterverziehen kann. Und im Bereich Sicherheit eben auch hier können wir wieder in den Code reinschauen und können zumindest überprüfen, ob hier irgendwelche Backdoors zum Beispiel vorhanden sind. Um dem Ganzen Nachdruck zu verleihen, haben wir jetzt auch eine Broschüre veröffentlicht, die man auf unserer Webseite fsfe.org findet. Die ist momentan nur auf Englisch verfügbar. Dort haben wir viele Argumente zusammengefasst, warum Administrationen umsteigen sollten und wie sie das auch tun und welche rechtlichen, technischen oder sonstigen Probleme dabei auftreten können und was man dann in solchen Fällen machen kann. Also jetzt keine Broschüre, die sich sozusagen an die interessierte Öffentlichkeit wendet, also das kann man auch gerne lesen, aber mit dieser Broschüre wollen wir halt dezidiert an Städte herantreten, an Administrationen herantreten und ihnen dabei helfen, diesen Umstieg zu schaffen.
wie gesagt, wer irgendwie gerne weiß, wie man das Ding noch irgendwo weiter übersetzen kann, wir sind da gerne offen dafür. Wie gesagt, momentan ist es nur auf Englisch verfügbar. Wir werden es noch in Deutsch, wahrscheinlich Tschechisch und Französisch übersetzen. Aber wenn irgendjemand Kontakte oder Hilfe dabei hat, wie man das professionell in andere Sprachen übersetzen kann, sodass wir andere europäischen Staaten hier auch noch überzeugen können, sind wir gerne, freuen wir uns immer über Kontakte und Hilfe in diesem Bereich. Des Weiteren haben wir auch noch ein Video dazu veröffentlicht, um eben auf diese Kampagne aufmerksam zu machen. Dafür muss ich jetzt mal hier die Stolperfalle holen. Und möchte euch kurz unser schönes Kampagnenvideo zeigen, was von Alexander Lehmann gemacht wurde. Stell dir vor, unsere Regierung würde die öffentliche Infrastruktur, also Straßen und öffentliche Gebäude, genauso verwalten, wie sie ihre digitale Infrastruktur verwaltet. Unsere Abgeordneten würden in einem angemieteten Gebäude arbeiten, in dem sie nicht für strengere Umweltgesetze stimmen dürften, weil der Vermieter, ein multinationales Unternehmen, diese Art von Abstimmung in seinem Gebäude verbietet. Auch die längst überfällige Erweiterung auf mehr als 500 Sitze erlaubt dieses Unternehmen nicht. Das heißt, einige Abgeordnete stehen draußen auf der Straße. Und ein paar Blocks weiter wird von einem anderen Unternehmen die gerade mal 6 Monate alte Sporthalle des Vorbesitzers abgerissen. Sinnloserweise wird sie, natürlich auf Kosten des Steuerzahlers, durch ein identisches Gebäude ersetzt, mit der Begründung, die neue Halle bietet jetzt Streetball als ein neues Feature an. Dem Vermieter des Rathauses ist es derweil ziemlich egal, dass nachts durch eine versteckte Hintertür containerweise Dokumente mit vertraulichen Daten wie Bankdaten und Krankenakten entwendet werden. Und niemand darf etwas dagegen unternehmen, denn die Suche und das Schließen von Hintertüren würde leider gegen die unterschriebene Nutzungsvereinbarung verstoßen. Und so absurd das alles auch klingen mag, dieser Vergleich ist ziemlich passend in Bezug auf unsere digitale Infrastruktur. Also die Software und Programme, die unsere Regierung und Behörden täglich nutzen und teuer finanzieren. Denn unsere Verwaltungen beschaffen in erster Linie proprietäre Software. Das heißt, es wird viel Geld für Lizenzen ausgegeben, die nur für kurze Zeit gültig und deren Nutzungsrechte stark eingeschränkt sind. Das macht es unmöglich, die von uns bezahlte Infrastruktur sinnvoll und nachhaltig zu nutzen. Und weil der Quellcode von proprietärer Software normalerweise ein Geschäftsgeheimnis ist, ist es natürlich schwierig oder sogar illegal, mögliche Sicherheitslücken oder eingebaute Hintertüren zu suchen und zu schließen. Dabei gibt es eine viel bessere Alternative. Wenn jede öffentlich finanzierte Software immer auch freie Software und Open-Source-Software wäre, könnte man sie für alle benötigten Zwecke ohne Einschränkungen nutzen. Wir könnten sie nach Belieben erweitern, reparieren und umgestalten, bis sie unseren Bedürfnissen entspricht. Open Source heißt übersetzt quelloffen. Und das bedeutet, dass der Programmcode für jeden frei zugänglich ist. Dadurch ist es auch viel einfacher, Sicherheitslücken zu finden und zu schließen. Und wenn etwas Nützliches und Verlässliches digital erstellt wurde, kann man nicht nur den dazugehörigen Bauplan im ganzen Land wiederverwenden, sondern das Produkt selbst kann per Copy and Paste überall eingesetzt werden, sogar international. Ein gutes Beispiel hierfür ist die App Fix My Street. Ursprünglich wurde sie in Großbritannien als freie Software entwickelt, um das Melden, Ansehen und Lösen örtlicher Probleme wie Straßenschäden zu vereinfachen. Mittlerweile wird sie weltweit eingesetzt. Und davon profitieren alle, denn neue Funktionen und Verbesserungen werden einfach geteilt. Würde jede Software auf diese Weise entwickelt, müssten wir uns nicht mehr mit einschränkenden Lizenzen zufrieden geben, sondern könnten darüber nachdenken, wie uns Software wirklich helfen kann. Wir könnten uns endlich darauf konzentrieren, die Gesellschaft zum Wohle aller zu verbessern. Wenn auch du der Meinung bist, dass die Infrastruktur von morgen in unseren Händen liegen sollte, dann unterstütze uns. Teil dieses Video mit deinen Freunden und Bekannten und besuche unsere Webseite publiccode.eu. Denn es ist höchste Zeit zu fordern. Public Money, Public Code. Ja, dieses Video haben wir ja mittlerweile auch in ziemlich viele Sprachen übersetzt. Auch hier grundsätzlich, wenn jemand von euch noch irgendwelche Sprachkenntnisse hat und meint, diese irgendwie beisteuern zu können, freuen wir uns immer. Und ansonsten teilt dieses Video, verbreitet es und verbreitet die frohe Kunde. Diese Kampagne kann man auch grundsätzlich mitzeichnen, eben als Organisation oder als Einzelperson. Bisher haben das 20.000 Leute gemacht und
150 Organisationen, darunter sicherlich viele übliche Verdächtige, einige Organisationen auch aus Österreich. Und wie gesagt, wir sind besonders froh, dass eben die Stadt Barcelona diese Kampagne mit unterstützt. Und wenn ihr da irgendwie Hinweise habt, ob es irgendwelche anderen Städte gibt, die sowas grundsätzlich auch gerne unterstützen wollen würden, würden wir uns natürlich freuen. Und Barcelona wahrscheinlich auch, wenn sie nicht die einzige Stadt bleiben, die sich hier hinter diese Kampagne stellen. Und ansonsten, wenn ihr es noch nicht unterschrieben habt, dann macht das bitte auch. Oder wenn ihr irgendwelche Organisationen habt, bei denen ihr aktiv seid und die grundsätzlich diese Ziele teilen, freuen wir uns natürlich auch, wenn die hier als Unterstützer mit auftauchen und vor allem sich natürlich nicht nur hier eintragen, sondern tatsächlich auch diese Ziele ein Stück weit unterstützen und eben auf freie Software umstellen. Wie gesagt, das Ganze ist eben auch mit jeder Person, mit jeder weiteren Organisation, der dazukommt, immer ein kleiner weiterer Schritt, den wir gehen. Es ist ein langer Weg, der hier vor uns liegt. Also wir gehen jetzt nicht davon aus, dass wir diese Kampagne in irgendeiner Art und Weise erfolgreich im nächsten halben Jahr abschließen. Das ist sicherlich ein längeres Projekt. Nichtsdestotrotz ist durchaus erkennbar, dass eben in vielen Administrationen mittlerweile ein Umdenken stattfindet, dass man eben auf Open Source umstellt, weil es eben viele, viele Vorteile hat, die genannt wurden. Und wir werden weiter daran arbeiten und freuen uns, wenn ihr uns dabei in irgendeiner Art und Weise unterstützt. Dann wäre ich jetzt soweit fertig und würde für Fragen noch zur Verfügung stehen, wenn das zeitlich noch passt. Was? Achso, ja. Genau, dann gebe ich direkt weiter an das Publikum. Wer möchte gerne Fragen stellen? Jawohl, ich komme. Bitte immer ins Mikro sprechen, immer warten, bis das Mikro da ist, damit es auch alle daheim am Livestream und nachher dann im Radio hören. Ja, also ich habe eine Frage, beziehungsweise ist das halt auch wahrscheinlich ein österreichisches Spezifikum. Es gibt in Österreich ja sowas wie eine Ausschreibungspflicht, gerade für Unternehmen in öffentlicher Hand. Und da steht halt schon einmal auch so ein Passus drinnen, wie dass die Firma einen gewissen Jahresumsatz haben muss, dass die Firma irgendwie schon seit 15 Jahren existieren muss, um diesen Auftrag zu bekommen. Ja? Ich denke mal, dass da schon einmal ganz groß der Haken an dieser Umsetzung ist. Nicht der Wille allein ist das eine, aber die Möglichkeiten, das zu implementieren, sind halt da schon etwas endenwollend, nicht? Also das ist sicherlich was, was wir eben auch in dieser Broschüre mit adressieren und auch immer wieder in Gesprächen eben erfahren, dass halt diese Ausschreibungsverfahren sicherlich das größte Problem an der ganzen Übung ist. Ich weiß jetzt nicht, wie das genau in Österreich ist. Oft ist es so, dass halt ab einem bestimmten Volumen muss halt ausgeschrieben werden. Vorher kann halt freihändig vergeben werden. Das wäre halt für kleinere Anwendungen möglich. Ansonsten ist das auf jeden Fall was, wo wir immer wieder darauf versuchen hinzuwirken, dass hier eben die Regeln in den Mitgliedstaaten entsprechend geändert werden, dass eben diese Ausschreibungsverfahren das überhaupt ermöglichen, dass man hier eben solche kleineren, mittleren Unternehmen eben in diesen Prozess mit aufnehmen kann. Und auch da gibt es ein Stück weit Fortschritte. Also das wird schon immer mitgedacht. Gleichwohl gibt es dann auch immer wieder das Argument zu sagen, ja, das wird ja halt eben, wenn man vorschreibt, ob es eben Open Source oder proprietär sein soll, dann würde man eben in den Markt eingreifen und sowas. Da gibt es auch schon mittlerweile Verfahren dazu, die eben sagen, es kann halt durchaus Open Source sein. Das ist überhaupt kein Problem, aber das ist eben oft in Verwaltungen auch ein langer Prozess, der da geführt werden muss, damit dann halt eben neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch davon irgendwie Wind kriegen, und es ist halt wirklich viel persönliches Engagement von den Leuten in den Städten nötig, um hier tatsächlich auch die Lücke zu finden, um solche Ausschreibungen so zu realisieren, dass dann halt am Ende auch eine freie Softwarelösung bei rauskommt. Mehr Fragen? Jawohl. Also diese Frage jetzt nicht aus Skepsis, sondern aus Interesse. Gibt es auch irgendwie signifikante Probleme, die entstehen können durch den Einsatz von freier Software? Also ich glaube, München ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wie man sieht, wie man es nicht vielleicht unbedingt machen sollte. Also ich glaube, das größte Problem ist halt eben, wenn man wirklich auf die fast wahnsinnige Idee kommt, von einem Tag auf den anderen alles umstellen zu wollen, weil das halt einfach wahnsinnig viele Fehler produzieren wird und eben auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von den Städten dann halt wahrscheinlich ein bisschen überfordern wird im Sinne von, ich muss mir das jetzt beibringen, ich muss das beibringen, muss mir das beibringen. Also das ist sicherlich ein Learning von München, dass man halt eben einen schrittweisen Umstieg realisieren sollte, also dass man dann halt tatsächlich immer wieder nur dann, wenn man was Neues entwickelt, eben auf eine Open-Source-Lösung umsteigt, und ansonsten können die gleichen Probleme auftauchen wie bei proprietärer Software. Also wenn halt
die Leute, die die Software schreiben, jetzt keine Spezialisten sind, dann wird das, was hinten rausfällt, jetzt auch nicht das beste Produkt sein. Und da muss man natürlich ein Stück weit drauf achten. Also ansonsten hat man nebst den Vorteilen oder Nachteilen die gleichen Vor- und Nachteile von Softwareentwicklung wie bei proprietärer Software auch. Ansonsten eben langsam umstellen. Das ist sicherlich was, worauf man achten sollte. Kann es nicht genauso ein Problem sein, also ein Problem unter Anführungszeichen, wenn Staaten sich für proprietäre Software anstatt für Open Source Software entscheiden, aus preislichen Gründen, weil dann irgendwie vielleicht ein Drittstaat ein Incentive hat, also der möchte ihnen eine Software mit genau diesen Sicherheitslücken verkaufen, macht dann einen wirklich guten Preis, ja, sagt das euer Gerichtssystem, ich habe einen tollen Algorithmus. Der sperrt nur die richtigen Leute ein und der ist so billig und dann gehen halt genau deren Agenten frei, weil da ist halt eine kleine Sicherheitslücke. Also sind dir solche Sachen bekannt oder ist das für dich denkbar? Oder also ich glaube, es ist durchaus bekannt seit den Snowden-Enthüllungen, dass gewisse Software mit Backdoors ausgeliefert wird und das ist sicherlich ein Problem, was da mitschwingt. Das sollte man also bei bestimmten Softwareprodukten durchaus mitbedenken, dass es durchaus vielleicht Anbieter gibt, mit denen man nicht unbedingt zusammenarbeiten sollte, selbst wenn sie den besten Preis zur Verfügung stellen. Ich glaube, die Debatte, die wir da jetzt mit Huawei haben, geht ein bisschen in diese Richtung, dass hier eben dann festgestellt wird, dass Chip-Produzenten aus China möglicherweise hier Sachen ausliefern, die vielleicht nicht in unserem Sicherheitsinteresse sind, wobei man da insbesondere in dem Fall dann auch sagen muss, mir ist jetzt nicht so ganz klar, warum dann halt europäische Anbieter, die ihre Chips auch in China herstellen, dann jetzt irgendwie der bessere Hersteller sein sollen. Aber grundsätzlich ist das sicherlich was man ganz generell immer mitdenken sollte, wenn man Verträge mit Unternehmen aus Drittstaaten macht. Ja. Das würde ich gerne dahingehend ergänzen, dass bei Huawei ein Verdacht besteht, bei einigen amerikanischen Herstellern jedoch Gewissheit. Auch Verdachtsmomente, Fragen, die geäußert werden möchten? Letzte Chance. Ja. Du hast ja schon gesagt, dass Barcelona auch teilnimmt an eurer Initiative. Mhm. Gibt es auch ein Best-Practice-Beispiel aus Barcelona, das ihr schon kennt oder das über Textverarbeitung hinausgeht? Also Barcelona hat halt eine wahnsinnig gute Beteiligungsplattform für die Bürgerinnen und Bürger, wo eben dann die Leute Gesetzesvorschläge zum Beispiel einbringen können oder eben sich auch am Haushalts- und am Budgetplan mitbeteiligen können. Und leider habe ich da jetzt nicht die Zahlen im Kopf, aber das ist absurd viel, also sowas wie 70-80% der Gesetze, die in Barcelona mittlerweile gemacht werden, werden über diese Plattform, die halt eben Open Source ist, diskutiert und dann tatsächlich auch in Gesetzesform gekippt. Also da hängt dann halt eben nicht nur, wir stellen auch freie Software um, sondern eine richtige Demokratisierungs- und Transparenzidee dahinter. Und das ist schon also teilweise sehr beeindruckend, was sie da machen und wie sehr die versuchen, ihre Bürgerinnen und Bürger da tatsächlich auch in die Entscheidungsprozesse mehr mit einzubeziehen und Demokratie halt durch Deliberation zu leben, wie man sich das vielleicht an anderer Stelle wünschen würde. Allerdings muss man dazu sagen, es sind bald Regionalwahlen und keiner weiß, wie es dann danach weitergeht. Also wenn ihr Kontakte zu den Verwaltungen in Barcelona habt, dann versucht darauf einzuwirken, dass diese Projekte halt auch nach der Wahl bestehen bleiben. Ah, du hast vorher München erwähnt. Was genau ist da passiert? Also in München hat man ja eben, wie gesagt, diese Umstellung auf freie Software versucht, sozusagen alles zu migrieren. Also man hat halt wirklich sich ein eigenes Betriebssystem gebastelt mit eigenen Office-Anwendungen und eigentlich so die komplette Stadt einmal versucht umzustellen. Es gab dann halt trotzdem immer noch ein paar Windows-Rechner, die irgendwo rumgestanden haben, aber größtenteils hat man halt wirklich versucht, die komplette Verwaltung von einem Tag auf den anderen komplett umzustellen. Und das ist halt, wie gesagt, ein relativ ambitioniertes Projekt, was dann halt eben entsprechend auch ein Stück weit gescheitert ist. Das hat jetzt nicht nur technische Gründe, sondern auch viele politische Gründe. Es ist auch teilweise sehr undurchsichtig, was da jetzt dann genau an welcher Stelle und warum passiert.
dass man jetzt, also nachdem man umgestellt hat, auf, also Linux hieß das dann, dieses System, was man sich da gebastelt hat, dann hat man sich jetzt eben vor ein paar Jahren dafür entschieden, wieder zurückzugehen. Ob das jetzt die bessere Lösung ist, wage ich auch zu bezweifeln, weil man dann eben genau diesen Wechsel, den man jetzt einmal so rumpelhaft irgendwie absolviert hat, jetzt wieder zurückmacht und dann auch wieder rumrumpeln wird, weil man dann eben auch wieder neue Schulungen machen muss und die Software auch wieder kaputt sein wird. Also von der Umstellung zurückzugehen und wieder umzustellen, ist sicherlich nicht die beste Lösung. Aber das Learning ist auf jeden Fall, dass wir auf keinen Fall von einem Tag auf den anderen versuchen sollten, ganze Betriebssysteme umzustellen. Und ich weiß auch nicht, ob das mittlerweile, also es war auch eine andere Zeit, also mittlerweile ist es auch so, dass halt viele Anwendungen einfach Web-Anwendungen sind, die man aus dem Browser raus irgendwie startet. Also das Betriebssystem ist halt wirklich eigentlich nur noch dazu da, Rechner an, Rechner aus. Und der Rest wird halt in irgendwelchen Web-Anwendungen gemacht, die halt im Browser laufen. Und da jetzt halt die Umstellung des Betriebssystems der allererste und wichtigste Schritt ist, ist dann auch ein Stück weit zu hinterfragen. Also Wien hat ja ein ähnliches Projekt gehabt. Das ist aber ein bisschen früher, glaube ich, schon nicht mehr weiter verfolgt worden. Gibt es da nähere Informationen dazu? Ich bin jetzt nicht so der Wien-Experte, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, da sitzen hier, vielleicht Albert, du kennst dich da bestimmt ganz gut aus, was hier in Wien gelaufen ist. Vielleicht kannst du zwei Sätze dazu sagen. Ich renne zum Experten, einen kleinen Moment. Ja, also ich meine, das ist jetzt auch schon, ich weiß es nicht auswendig, wie lang das jetzt her ist, aber das ist einige Jahre schon her, das Projekt in Wien. Ich glaube, da muss man jetzt, das muss man in Wien, muss man das ein bisschen, glaube ich, teilen. Also weil, ich meine, zum damaligen Zeitpunkt, es wurde sehr viel umgestellt. Ich habe aktuelle Kontakte nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Gerade auf Serverseite ist sehr viel umgestellt worden. War mit dem damaligen Leiter der MA14, der war da auch sehr dahinter. Das Projekt für die Desktops war ein bisschen, dürfte irgendwie, da dürften irgendwie auch teilweise die Leute ein bisschen dazu gezwungen, also zu ihrem Glück gezwungen worden sein, auch innerhalb der Projektstruktur. Und daher waren da auch nicht wirklich Ressourcen da, was natürlich in der Kombination mit, wir machen da jetzt eine eigene Linux-Distro, ist das jetzt nicht unbedingt erfolgversprechend, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, also das... Aber wie gesagt, ich würde das immer aufpassen, wie viel davon sieht man, weil wenn man versucht wird, der Desktop umzustellen, wird da großes Tara drum gemacht. Wenn dann auf der Serverseite Dinge umgestellt werden, dann kriegen die Leute gar nicht mit, wie viel freie Software da eigentlich läuft. Und ja, ich meine, zum Teil waren dann auch so Blödheiten dabei, wie bei den Kindergarten wurde dann irgendwann eine Webanwendung gekauft, die dann nur mit Internet Explorer funktioniert hat. Also blöde Fehler, die da passiert sind, aber ja. Gut, eine letzte Frage noch, oder trauen alle noch den schönen Seiten in Wien hinterher? Okay, eine Frage von Neuankömmlingen. Kannst du nochmal erzählen? Zu dem Punkt von wegen Skepsis bei den chinesischen Netzwerkausrüstern. Hast du den Spruch Compile at Home von den Europäischen schon mal gehört? Weil das ist das, was ich gehört habe damals, wie ich gefragt habe vor ein paar Jahren. Wo? Dass sie einfach behaupten, sie, also die Binaries und viele der Funktionalitäten, die sind in diesen Binaries abgebildet, die stellen sie einfach selber her. Nee, das, Huawei oder wie? Nein, die Europäischen. Ach so, ja. Alles andere passiert nach wie vor completely out of their control, aber compilen tun sie selbst, das ist das Argument. Steil. Weiß ich, glaube ich nicht, dass das eine Lösung ist, aber. Eben, ja, also das hätte man sich ja mal irgendwie, glaube ich, wahrscheinlich überlegen, wie das Gegenargument lauten könnte. Also. Open Hardware, Open Software. Okay. Dankeschön. Gut, dann vielen Dank. Einen Applaus bitte.